Für den Origami-Panda-Kopf verwende ich ein quadratisches Blatt Papier. Mein Papier hat die Maße 20 auf 20 cm. Die farbig gemusterte Seite, meine Blümchen, zeigen am Anfang nach oben. Zuerst nimmst du dein Blatt Papier und faltest die senkrechte Linie ein. Dazu legst du Papierkante auf Papierkante und knickst dein Blatt. Das Blatt wird dann wieder entfaltet. Nun gehst du nach oben, nimmst dir hier die Blatt-Papierkante und legst sie nach innen. Als Orientierung dient dir deine Faltlinie. Du legst an, knickst und gehst dann auf die gegenüberliegende Seite. Hier wiederholt sich der Faltschritt. Mit dieser Blattspitze nimmst du das komplette Blatt und wendest es. Auf der Rückseite nimmst du hier diese Papierkanten, die langen, und legst sie wieder in der Mitte an deiner Faltlinie an. Aufgepasst, dazu schlägst du die Spitze zuerst nach außen. Diese wird nicht mitgeknickt. Die Spitze oben, hier dieses Quadrat, halbierst du. Du schlägst die obere Spitze auf die untere und knickst das Papier. Als nächstes geht es unten weiter. Diese beiden Spitzen werden die Pupillen der Augen. Du nimmst dir die eine Spitze, hier diese Papierkante, und legst sie mittig an deiner Faltlinie an. Knickst dein Blatt und klappst die Spitze dann wieder nach außen. Dann gehst du auf die andere Seite und wiederholst den Faltschritt. Mit diesen beiden Faltlinien hier nimmst du das komplette untere Teil und legst das Papier hier in der Mitte über deine Spitze. Aufgepasst, das Blatt, die Papierkante, geht nicht über die obere hinaus. Nach dem Knicken wieder zurück. Jetzt kannst du die unteren Spitzen nach innen ziehen. Du nimmst hier diese Faltlinie als Orientierung und klappst das Papier nach oben. Papierkante und Faltlinie stimmen überein. Dann knickst du. Hier genau das Gleiche. Du hast wieder deine Faltlinie. An dieser klappst du das Papier nach oben. Wenn das Papier in der Faltlinie liegt, knickst du hier die äußeren Kanten. Als nächstes geht es hier mit dieser kleinen Spitze weiter. Dazu, um diese zu knicken, brauchst du als Orientierung in der Mitte diese Blattspitze und außen diese. Du nimmst die obere Spitze und ziehst sie nach unten. Sind beide Spitzen auch geknickt, knickst auch du dein Blatt.
Auf der zweiten Seite parallel das gleiche. Wieder die obere Spitze suchen, die zwei Spitzen an den Seiten und dann geht es los. Blatt nach unten ziehen, bis die Spitzen mit gefaltet werden und dann knicken. Nun hast du oben spitz zulaufendes Papier, die schiebst du unter den Kopf. Auf der einen Seite und auf der zweiten auch. Jetzt hast du die zwei Augen. Nun zur Nase. Dafür nimmst du die untere Spitze und schlägst sie hier über die Papierkante. Nimm dann die kurzen Seiten des Dreiecks und leg sie jeweils unten an deiner Papierkante an. Knicken und entfalten, dann die zweite Seite. Anlegen, knicken und wieder entfalten. Dein Papier hat nun zwei Faltlinien. An diesen schlägst du das obere Papier nach vorne. Die Spitze in der Mitte stellst du auf. Schlage die Spitze jetzt in beide Richtungen zur Seite. Dann stellst du sie wieder auf. Hier in der Mitte ist deine Spitze einfarbig. Geh mit dem Finger zwischen das Papier, egal ob du dich für rechts oder links entscheidest, und drück die Spitze von oben mit dem Finger flach. Dann nimmst du die obere Spitze und legst sie hier auf die untere. Es wird geknickt. So bekommt der Panda seine Nase. Ist die Nase und die Augen, sind diese Sachen fertig, nimmst du dein Blatt Papier und wendest es. Auf der Rückseite schlägst du nun die Wangen nach innen. Dafür brauchst du die unteren Spitzen. Schlage diese leicht nach innen ein. Achte darauf, dass hier diese Spitzen auf gleicher Höhe sind. Dann wendest du dein Blatt wieder. Nun ist der Kopf und die Kopfform fertig. Weiter zu den Ohren. Du nimmst die Spitze von außen und legst diese hier mittig an der Faltlinie an. Knickst dein Blatt, stellst die Spitze nach oben auf, öffnest diese mit einem Finger und drückst dann die Spitze von oben vorsichtig nach unten. Auf der zweiten Seite genauso. Du nimmst die Spitze von außen und legst sie hier mittig an. Es wird geknickt, die Spitze wieder aufgestellt, geöffnet und nach unten gedrückt. Dann nimmst du deinen Kopf erneut und wendest ihn. Auf der Rückseite ziehst du nun die obere Papierkante leicht nach innen, so dass du hier an diesen beiden äußeren Spitzen kneten kannst. Hast du das gemacht, wird der Kopf noch einmal gedreht. Vorne stellst du jetzt die Ohren auf. Dazu klappst du das Papier einfach nur noch auf. Den Kopf hast du geschafft. Für den Panda-Körper verwende ich auch ein quadratisches Papier. Es ist 20 auf 20 cm.
Auch hier zeigt die farbig gemusterte Seite am Anfang nach oben. Du beginnst und faltest auch hier zuerst eine Faltlinie. Dazu legst du wieder Papierkante auf Papierkante. Knickst und entfaltest dann dein Papier. Von oben ziehst du dir dann die Spitzen wieder nach innen. Du legst die Papierkante an deiner Faltlinie an und knickst. Wiederhole den Schritt dann mit der gegenüberliegenden Seite. Aufgepasst! Jetzt ändert sich die Faltung zum Kopf. Du nimmst die untere Papierkante und schlägst sie nach innen ein. Ungefähr so weit, dass die Fläche, die jetzt einfarbig ist, so groß ist wie die gemusterte Fläche. Lege hier die Faltlinien aufeinander und knicke dann dein Blatt. Dann nimmst du das Blatt und wendest es. Auf der Rückseite geht es erstmal hier um diese langen Papierkanten. Die legst du wieder in die Mitte. Aufgepasst, auch hier die Seiten wieder aufklappen lassen. Papierkante in der Mitte anlegen und dann knicken. Du nimmst dann diese Seite und wiederholst das Ganze. Als nächstes zu den Füßen. Die kommen hier unten hin. Du nimmst das Blatt, gehst mit dem Finger zwischen das Papier und biegst es leicht nach außen. Dann drückst du das Blatt vorsichtig nach unten. Die Blattkante, die du jetzt nach unten drückst, muss mit der darunterliegenden Papierkante übereinstimmen. Dann knickst du. Auf dieser Seite genau gleich. Das Blatt öffnen mit dem Finger, leicht zur Seite ziehen und dann wieder unten parallel mit der unteren Papierkante knicken. Bist du soweit, dann nimmst du dein Blatt Papier und wendest es. Auf der Rückseite knickst du jetzt zuerst die obere Spitze nach unten. Du ziehst die Spitze nicht ganz bis zum unteren Papier. Hier zwischen der unteren Papierkante und der Spitze sollte ein Finger Luft sein. Die Spitze geht dann wieder nach oben. Jetzt lässt du hier oben einen Finger Luft, sodass von dieser Papierkante und der Faltlinie, die du setzt, der Finger in etwa Platz hat. Zeig die Spitze dann wieder nach oben, holst du dir die Arme nach innen. Dies sind diese Blätter, die klappst du hier an der Papierkante nach innen ein. Erst den einen, dann nimmst du den anderen, suchst dir erst die Papierkante und schlägst auch diesen Arm nach innen ein. Die Arme sind fertig. Nun zu den Füßen. Du nimmst dir den einen Fuß und schlägst ihn zuerst nach vorne. Die Papierkanten hier müssen wieder genau aufeinander liegen. Dann knickst du gerade nach oben.
Bei dem zweiten Fuß das gleiche. Nach innen ziehen, ausrichten und knicken. Jetzt kommt der schwierige Teil. Die Papierkante, die nach innen zeigt, diese hier, muss nach außen auf diese gelegt werden. Du klappst die Füße ganz leicht nach außen und schlägst die Papierkante erst einmal in der Mitte vorsichtig nach unten. Dann lässt du die Seiten folgen. Dazu formst du das Papier erst mit den Fingern vor. Ganz langsam, immer näher bis zu den Füßen. Bei den Füßen angekommen, knickst du das Papier hier bis zu dieser Spitze. Ganz leicht. In etwas so. Der Rest ergibt sich, wenn du den Fuß wieder nach innen faltest. Dann gehst du zum zweiten Fuß. Auch hier annähern bis zum Fuß, dann das Blatt leicht bis zu dieser Spitze hier knicken. Dann klappst du den Fuß an dieser Faltlinie, die du gesetzt hast, wieder nach innen. Fertig sind die Füße. Dann gehst du an den oberen Kopf, an den Hals. Das ist diese Spitze hier. Um den Kopf später aufzusetzen, nimmst du die Spitze und schlägst sie nach innen. Nicht zu weit, hier wieder einen Finger breit und knickst. Ganz zum Schluss die Spitze nochmal nach außen klappen, die innere Spitze ruhig auf die Papierkante legen und knicken. So schaffst du den Übergang zum Kopf. Der Körper ist dann auch fertig. Hast du beide Teile, dann baust du deinen Panda zusammen. Du nimmst dir den Kopf und öffnest hier unten das Loch. In dieses Loch schiebst du jetzt die obere Spitze des Körpers. Ganz leicht, soweit es geht, und dann ist dein Panda fertig.